Gärtner haben sich wieder einen besonderen Blumenschmuck für diesen Tag ausgedacht. Und zwar ist es diesmal die Region Apulien gewesen, die den Blumenschmuck geliefert hat. Vor allem Buchs und Lavendel. Und selbstverständlich Rosen in Gelb-Weiß der Kirchenfarben. Man hat sich sowieso viel Mühe gegeben bei der Gestaltung dieses Gottesdienstes, eben auch ja, Johannes Paul II. Zu ehren, das Messgewand, das er trägt. Es hat sein Vorgänger selber oft getragen. Es ist ein Messgewand aus dem Pontifikat Johannes Pauls II. Und auch die Mitra, das heißt den Bischofshut, den der Papst trägt, das ist einer, den auch sein Vorgänger getragen hat. Und viele werden es wiedererkennen und sicherlich bei diesen Bildern auch an eben den denken, der heute selig gesprochen wird. Er ist jetzt im Altarbereich angekommen und wird nun gemeinsam mit dem Zelebranten den Altar ehren. Er wird ihn inzensieren, das heißt also mit Weihrauch umschreiten und auf diese Weise eben ausdrücken, dass der Altar die Mitte der Versammlung ist. Dort, wo Christus gegenwärtig wird, mit seinem Leib und seinem Blut in den Gestalten von Brot und Wein. Der Altar ist die Mitte jeder Kirche. Und so wird auch hier jedes Mal bei einer Papstmesse ein eigens neu geweihter Altar aufgestellt. Der Weihraucher ist eine Tradition aus dem Orient, die sich aber auch im lateinischen Westen durchgesetzt hat und oft den Wohlgeruch ausmacht, den man in katholischen Kirchen finden kann. Die beiden Zeremoniare, Pater Konrad und Monsignore Guido Marini, begleiten ihn nun an seinen Thron in die Kathedra. Und gleich wird er den Gottesdienst beginnen mit den lateinischen Worten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Amen.
Patres, agnoscamus peccata nostra. Nach dem liturgischen Eröffnungsgruß lädt der Papst zu einem Bußakt ein, der auf die Feier der Eucharistie vorbereitet. Dazu singt die Schola nach einer kurzen Stille die Kyrie-Rufe, ein Lobpreis auf Gottes Barmherzigkeit, die sich in Jesus Christus gezeigt hat. Du hast uns für Gott, deinen Vater, zu Königen und Priestern gemacht, singt der Solist, ein Knabensopran. Jesus, du bist Alpha und Omega, Anfang und Ende. Du bist und du warst und du wirst kommen. Der Papst schließt den Bußakt mit einer Vergebungsbitte. Auf ihn folgt dann unmittelbar der eigentliche Seligsprechungsakt. Kardinal Agostino Vallini, der Generalvikar für die Diözese Rom, für den Bereich, wo jetzt die Seligsprechung von Johannes Paul gelten wird, wie auch für Polen. Er wird gemeinsam mit dem Postulator Sławomir Oda vor die Kathedrale treten und um die Seligsprechung bitten. Der Postulator hat den Prozess geführt und alle Akten prüfen müssen. Herr Kardinal Vallini wendet sich nun an den Papst. Heiliger Vater, der Generalvikar Ihrer Heiligkeit für die Diözese Rom bittet, Eure Heiligkeit ergebenst, den ehrwürdigen Diener Gottes, Papst Johannes Paul II., in die Schar der Seligen aufzunehmen. Numero Beatorum adscribere, benignissime digneris. Karol Josef Wojtyla wurde in Wadowice in Polen am 18. Mai 1920 geboren, von den Eltern Karol Wojtyla und Emilia Kaczorowska. Er empfing die heilige Taufe am 20. Juni darauf in der Pfarrkirche von Wadowice. Nachdem zwei Kinder geboren waren, wurde die Heiterkeit und die Freude seiner Kindheit schnell erschüttert durch das frühe Ableben seiner Mutter. Sie verstarb nämlich, als Karol erst 9 Jahre alt war. 3 Jahre danach starb auch sein größerer Bruder Edmund. Und 1941 verlor Karol, der damals 21 Jahre alt war,
alt war auch den Vater. Er wurde in der gesunden und herkömmlichen Liebe zur Heimat und zur Religion erzogen und er lernte vom Vater, der ein zutiefst christlicher Mann war, die Achtung vor und die Liebe zum Nächsten, die er durch inniges Gebet und Sakramentenempfang stärkte. Die Züge seiner Spiritualität, der er treu blieb bis zu seinem Tod, waren die aufrichtige Frömmigkeit zum Heiligen Geist und die Liebe zur Madonna. Seine Beziehung zur Gottesmutter war besonders tief und lebendig. Gelebt wurde sie mit der Zärtlichkeit eines Sohnes, der sich in die Arme der Mutter fallen lässt, und mit der Männlichkeit eines Ritters, der immer bereit ist, dem Befehl seiner Herrin Folge zu leisten. Den Befehl, tut alles das, was der Sohn euch sagen wird. Die totale Hingabe an Maria, die er als Bischof mit seinem Wahlspruch Totus Tuus zum Ausdruck brachte, erklärt auch seine geheime Gabe, die Welt mit den Augen der Gottesmutter zu sehen. Die reiche Persönlichkeit des jungen Karol reifte aus dem Zusammentreffen seiner intellektuellen, moralischen und spirituellen Gaben mit den Ereignissen seiner Zeit, die die Geschichte seines Landes und Europas prägten. In der Gymnasialzeit entstand in ihm die Lust für Theater und Dichtung, sodass er mitarbeitete an der Theatergruppe der Philologischen Fakultät der Jagiellonen-Universität, in die er sich im akademischen Jahr 1938 eingeschrieben hatte. Während der Zeit der Besetzung Polens durch die Nazis arbeitete er zusammen mit dem heimlich fortgesetzten Studium 4 Jahre lang, nämlich vom Oktober 1940 bis zum August 1944 als Arbeiter in den Solvay-Fabriken und lernte so hautnah die sozialen Probleme der Arbeitswelt kennen und sammelte einen kostbaren Schatz von Erfahrungen, aus dem er schöpfen konnte. Konnte in seinem zukünftigen Lehramt in sozialen Fragen, zuerst als Erzbischof von Krakau und dann als Papst. In diesen Jahren wuchs in ihm der Wunsch, Priester zu werden. Und er näherte sich diesem Ziel an, indem er seit Oktober 1942 die geheimen Kurse im Seminar von Krakau über Theologie folgte. In der Prüfung seiner Berufung zum Priester erhielt er viel Hilfe von einem Laien, von einem Herrn Jan Tyranowski, der ein wahrhaftiger Apostel der Jugend dort war. Seit damals sah der junge Karol klar, dass die Berufung zur Heiligkeit umfassend für alle Christen galt und dass die Laien eine unersetzliche Rolle in der Sendung der Kirche spielen. Er wurde am 1. November 1946 zum Priester geweiht und am Tag danach feierte er seine erste heilige Messe in der eindrucksvollen Atmosphäre der Krypta von St. Leonhard in der Wawel-Kathedrale. Nach Rom wurde er gesendet, um seine theologische Ausbildung zu vervollständigen. Und er war dann Student an der Theologischen Fakultät des Angelikum, wo er nachhaltig aus den Quellen der rechten Lehre schöpfte und zum ersten Mal kennenlernte die Lebendigkeit und den Reichtum der Weltkirche.